Willkommen zurück bei Ocean's Horn. Wir machen weiter. Es geht weiter. Warum steht der Opa da? Du hast das Schwert und Schild deines Vaters gefunden. Wie hast du das gemacht? Du solltest sie erst später bekommen. Was? Die Halskette deiner Mutter fing an zu glühen? Wie konnte ich nur so dumm sein? Sie ist eins der Symbole des alten Arkadiens. Komm mit, ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Oh. Geschichte! Yay! A long time ago, these islands were the mighty kingdom of Arcadia. The Age of Enlightenment led Arcadians to outstanding scientific discoveries. Engineering and magic ran deep in their blood. A foul war began as Dark Lord Mesmeroth, who had once been a promising candidate for an Archmage, led Direfolk armies to a war against Arcadia. With the aid of his dark magic and the Direfolk, Mesmeroth dug deep into the ground and brought to daylight something that should have stayed in the depths of the earth. Tryloth. A mass of dark energy left over from the creation of the world. Black boats arrived to the gates of Arcadia, carrying the dark energy Tryloth. Soon the light from the world and from the hearts of men faded. The once flourishing society disappeared into the darkness. After the catastrophe, three sea monsters appeared. One of them was Oceanhorn. Oh, it is a vile creature, born under the dark burning light of Tryloth. Although all of these monsters were powerful, only one has survived up to this day. Entschuldigung, das war mein Magen. Oh, it is getting late, kid. Return to me in the morning. So, Spiel gespeichert. Ach, das steht da unten links. Das ist gut. Erste, was ich mache. Die Stimmen doch ein bisschen leiser stellen. Das war mir ein bisschen zu laut. Okay. Taschengeld. Achso, das mehr Aufgaben konnten wir hier nicht machen. Okay. Geh weg da. Oh. Ach, man kann sogar mit dem Schild so laufen. Kann ich auch schlagen? Geh jetzt zu deinem Zelt, Kleiner, aber komm am Morgen wieder her. Okay. Gib mir den Generalschlüssel. Dann nicht. Böser Otter. Böser Hermit. Oh, jetzt sind hier mehr Monster. Mehr Monster. Ocean's Horn. Mehr Monster. Ah, Entschuldigung. Oh, schlag zu. Töte es. Düstere Musik. Ist immer noch ein bisschen laut, die Soundeffekte, finde ich. Machen wir auch noch mal ein bisschen leiser. So. 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 Er war schon tot. Geh in dein Zelt. Oh, was ist das? Ist das Starkiller? Creepy aus, die Viecher. Am nächsten Morgen. Opa, her mit. Ich weiß gar nicht, ob das mein Opa ist. Ich nenne ihn einfach Opa. Weil ich einfach keinen Respekt habe. Oh Mann.
Wie kommen die denn dahin? Ja, Herr mit Zitte. Nein, Opa! Oh! Boah, das ist aber auch laut, noch diese Schreien. Fort mit euch, Teufel. Danke, Kleiner. Die Halskette muss diese dunklen Kreaturen angelockt haben, so wie es dein Vater befürchtet hatte. Ungeheuer und böse Mächte haben die Welt aus dem Gleichgewicht gebracht. Der weiß auch alles. Der wohnt auf so einer verlassenen Insel, aber weiß alles. Wie bei deinem Vater ist dein Schicksal mit Ocean's Horn verwoben. Es ist zwecklos, sich weiter zu verstecken. Dann gib mir den Generalschlüssel. Old scriptures tell about sacred emblems, relics that hold the power of gods. Their purpose was to maintain the balance of the world, but they lost their power in the catastrophe, at the same time as Oceanhorn appeared. I believe that was no coincidence. To unravel the mystery of Oceanhorn, you must find out what happened to the sacred emblems. Here is what I know of them. The emblem of Earth that belongs to the Auru people is hidden in the Perta desert that was once a vast and beautiful forest. Oh, die Monster sehen cool Most aus. Of its beauty withered along with the Aurus, wise and fearless bird people. The emblem of Ocean belongs to Gilfolk, the people living in the waters of the world. Emblem of Ocean is a relic of their long past glory and former power. Die sehen creepy aus. Aber auch der Hauptcharakter, der soll jung sein, aber sein Gesicht sieht irgendwie so alt aus. The emblem of Sun was the pride of Arcadia, a symbol of hope and determination for our kind. I will tell you more about it later. It is time to begin your journey. Seek the sacred emblems. This is the only way to get to Oceanhorn and find out what happened to your father. Okay, Opa. Im Notizbuch deines Vaters findest du Informationen zu Inseln der unerforschten Meere. Zuerst solltest du mit den Bewohnern der Insel Tikarel sprechen. Nimm diesen Schlüssel, er öffnet das Tor zum Pier, an dem dein Boot vor Anker liegt. Gute Reise. Danke. Ich sehe gerade mal, wie hat denn der Opa das gemacht? Der scheint auch ein Künstler zu sein. Der hat das Holz durch die Steine gebaut. Und das Holz kann sich immer noch bewegen dadurch. Irgendwie ein bisschen, naja. Kann ich es jetzt öffnen? Yeah. Oh. Du hast ein Herzfragment gefunden. Hast du 4, erhältst du ein weiteres Herz. Okay, das ist sehr, sehr, wie bei Zelda. Ich glaube echt, dass das von den Machern ist. Ich hatte das nur so mal kurz am Rande gehört. Aber wie komme ich jetzt Questobjekte zu diesen? Kommt man da später hin oder kommt man da auch jetzt schon hin? Es wäre schon interessant zu wissen. Hebt den Stein auf. Geht das nicht? Okay, nur den kleinen. Wie man zu diesem... Schon wieder zu weit geworfen. Eigentlich wollte ich es auch nur ablegen erstmal. Aber es ist ein Questobjekt. Wir brauchen es. Ich will es haben. Ups. Ja, damit. Ob das so mit dem Holzstamm geht? Ist der Holzstamm wieder da? Entschuldigung, ich probiere es jetzt noch einmal mit dem Holzstamm.
Und wenn nicht, kann uns dieser Questgegenstand gehörig am Popo vorbei. Oh Mann, es ist weg. Okay, verdammt. Na dann nicht. Warum schwimmt das Fass nicht im Wasser? Ah, ah, stimmt, habe ich ganz vergessen. Hä? Okay. Da war noch eine komplette Truhe gerade. Habe ich das nicht richtig gesehen? Oder war die nur in der Videosequenz zu? Ah! Hilfe! Okay. Nun gut, öffnen wir mal unsere, das Tor. Tschüss, Opa. Was ist eigentlich hier? Versuch. Oh. Okay. Das klappt nicht so, wie ich möchte. Dann rein da. Dass man die Krüge nicht zerschlagen kann, das nervt mich ein bisschen. Oh, ein Herz. Ah, oh. Ah. Wohin geht ihr denn? Okay, da will ich jetzt aber mal hinterher. Ich will gucken, wo die hingehen. Okay, ist glaube ich nur random. Ach, ein Stufenaufstieg. Du bist ein Wanderer. Du hältst eine, Kürbiskernkanone für dein Boot. Aha. Eine Kürbiskernkanone. Mach's gut. Kannst du mich hören, Kleiner? Ich bin es, Hermit. Ich kann durch diese mysteriöse Muschel mit dir sprechen. Vielleicht kann ich dir auf deiner Reise helfen. Unerforschte Meere. 3% fertig. Okay. Ach, kann ich auf jeden Fall immer wieder zurück? Das ist aber schön. Da müssen wir hin. Was ist das? Da müssen wir hin. Was ist das? Okay. Ach, hier kann ich noch gar nicht hin. Oh. Kürbiskernkanone. Interessant. Da ist ein anderes Boot. Schnell angreifen. Ja, da ist ein roter Punkt. Heißt das, ein Gegner kommt? Was für schöne Reise. Ja. Aua. Böse, böse. Oh Mann. Ey, das ist ja voll Crash Bandicoot-Style hier. Ah. Ah, okay. Oh Mann, eine schwebende Insel. Tschu, 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 tschu. Macht irgendwie Spaß. Aber wenn es keine Schnellreisen gibt, ist das eklig, wenn die Welt etwas riesiger ist. Immer von A nach B. Jetzt zum Beispiel auf die Anfangsinsel zurück. Ey, nein! Nein! Oh Mann! Nein, jetzt geht er echt zu der anderen Insel? Verdammt! Zurück! Zurück mit dir!
Ah ne, ach so, okay. Boah, wollte schon sagen. Arbeitstier, mehr habe ich nicht gesehen. What a wonderful little village. You know, this was the life I always imagined for myself. There's no time to rest, though. I'll just ask for directions and move along. Papa. Arbeitstier, bewege Kisten und andere Objekte 100 Mal. Lebenswert, bewahre den Frieden. Gib mir im Shop 2000. Es gibt einen Shop. 2000 Münzen? Wir haben gerade mal 38. Hallo? Diese Bomben nicht einfach wunderbar. Man kann sie nutzen, um neue Pfade zu öffnen und Objekte aus dem Weg zu schaffen. Du solltest welche auf der Bombeninsel kaufen, wenn sich dir die Möglichkeit bietet. Bombeninsel? Okay, wichtig, auch mit Leuten im Arenen. Du bist doch auch im Shop, oder nicht? Wenn du die Lage einer Insel herausfinden findest, solltest du zu deinem Boot zurück und in die Weltkarte genauer dir die Weltkarte genauer ansehen. Okay, hallo Oma. Lisa, ich liebe es, den Booten zuzusehen, die nach Tikarel segeln. Vor gar nicht langer Zeit habe ich ein seltsames schwarzes Boot gesehen, das auf der anderen Seite der Insel vor Anker ging. Wer war das? Oh, mit zur Nase reden ist echt nervig. Zählt das schon als verschieben? Ich guck mal kurz. Steht natürlich jetzt nicht da. Gehen wir mal hier rein. Eine Ratte. Oh Mann. Dan, ich hoffe, du hilfst bei denen. Dan, ich hoffe, du hilfst bei den Frachtschiffen oder sonst wo. Denn hier bist du nicht. Mr. Phil ist sauer. Er hat irgendwo vor unserem Rattenproblem gehört. Ich sagte ihm, dass die einzige Ratte in meinem Lager mein Assistent ist, aber als ich herkam, saß eine dicke, fette Ratte neben den Fässern. Und das warst nicht du. Kümmer dich darum, Boss. Ah, eine Münze, schau mal an. Ich habe mich drum gekümmert. Die Abenteuergilde. Die Abenteuergilde, komm und lerne. Erstmal zerstören. Auch der furchterregendste Gegner hat irgendwo eine Schwachstelle. Probiere einfach verschiedene Taktiken aus. Es ist keine Schande, wenn man flüchtet, okay? Oh. Es ist unwahrscheinlich, dass du die Stufe Meisterabenteurer erreichen wirst. Herausforderung angenommen. Vergiss nicht, dein Geld auszugeben. Brich nie zu einem Abenteuer auf, ohne vorher den Tirakel-Shop besucht zu haben. Gesponserte Meldung. Ja. Geheimversteck. Ernsthaft? Deine Abenteuerstufe wird ansteigen, wenn du Monster tötest, Aufgaben löst und Erfolge erringst. Die blauen Diamanten stehen für deine Erfahrung, EP. Und je nachdem, wie viele du gesammelt hast, wird die Abenteuergilde dir die passenden Stufen gewähren. Im Menü kannst du jederzeit nachsehen, wie viele Diamanten du noch brauchst, um die nächste Stufe zu erreichen.
Okay, bin Wanderer. I'm a Wanderer, Wanderer. Gut. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Ich verspreche, die nächste Folge wird etwas länger. Jetzt sage ich erstmal bis zur nächsten Folge und dann schauen wir uns mal hier genauer auf dieser Insel um. Also, bis dann, meine Freunde. Macht's gut und auf Wiedersehen. Tschüss.